Wir starten rein. Nach dem Patch Notes gestern sind die Erwartungen natürlich relativ gering. Aber die Hoffnung bleibt, dass da Dinge passiert sind, Dinge kommen, Dinge sind, die wir nicht wissen, die wir jetzt erfahren werden. Deswegen starten wir mal rein in Raging Tides. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, der Ladebildschirm sieht wirklich sehr geil aus. Schön, da haben wir ihn. Der Premium-Belohnung freigeschaltet. Schön. Stelle dich saisonalen Herausforderungen und schalte einzigartige Baupläne. Dekorationsbelohnungen und Silber im Kaperi frei, indem du als Meister, Kanonier, Quartiermeister oder Captain vorankommst. Okay. Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Achterrunden sind jetzt noch schlimmer. Ja, das haben wir uns ja gestern schon gedacht. Deswegen, das ist ja jetzt nichts, was ungewöhnlich ist. Das haben wir uns ja gestern schon gedacht. Also zumindest ich war mir dessen bewusst, dass jetzt mit den Gegnern, die jetzt zusätzlich spawnen, eine Achterrunde sehr qualvoll wird. Die Frage ist, wie qualvoll, um ehrlich zu sein. Level 10 und was können die? Das ist die Frage. Ja, auf jeden Fall erstmal keine Schwachpunkte. Das siehst du ja wahrscheinlich erst mit dem Möbelstück. Schauen wir mal rein. So. Der Kaperbrief ist jetzt verfügbar. Suche William Blackwood in der Nähe des Hafens auf, um mehr zu erfahren. Okay. Dann gehen wir mal zu William Blackwood. Das ist er doch hier. Der hat einen coolen Mantel an. Natürlich nicht, wenn er es nicht von mir ist. Noch ein betrunkener Lump, der kommt, um meine Bekanntschaft zu machen? Seid ihr nicht mehr ganz bei Trost? Oder dürstet es euch nach mehr? Ein mächtiger Wohltäter auf eurer Seite könnte den Unterschied machen. Mein Arbeitgeber, Mr. Frederick Tuling, mag gemütlich in New York sitzen. Doch seine Beziehungen reichen bis weit in den Indischen Ozean. Ich sah, dass sie die Gesellschaft hiesiger Piratenfürsten sucht, gemeinsam die Meere plündert und jene vernichtet, die euch gefährlich werden könnten. Doch wie weit können euch diese Verbündeten voranbringen, Captain? Mr. Tuling hat große Pläne für den Indischen Ozean. Pläne, die weit über diese Piratenfürsten hinausgehen. Sobald die Zeit gekommen ist, wird jemand diese Region beherrschen müssen. Und dafür sorgen, dass die Geschäfte glatt laufen. Egal, ob nur mit Diskretion oder fester Hand. Seid ihr diese Person, Kapitänin? Also, erstmal, wieso fehlt hier jedem zweiten Typen Auge? Und wieso ist die Katze so knuddelig? Und wieso fehlen allen Katzen das linke Bein? Es kann doch nicht sein, dass jede Katze ein fehlendes linkes Bein hat. Solange dieses Chaos zu Mr. Tulings Vorteil ist, werdet ihr belohnt. Sterbt nicht und eines Tages könntet ihr euch selbst zur Piratenfürstin erheben. Doch zuerst die Arbeit. Es wird nicht leicht. Die großen Kompanien streben unerbittlich nach Macht, während mächtige Piratenkapitäne um Ruhm und Reichtum auf dem Indischen Ozean kämpfen. Einer von ihnen bereitet Mr. Tuling ganz besondere Sorgen. Ein Unhold von einem Kapitän aus der Karibik, der überall Seuchen verbreitet und sich das Chaos zunutze macht. Philippe La Peste bedroht nicht nur das Geschäft meines Arbeitgebers, sondern auch das aller Freibeuter wie euch. Wenn es soweit ist, müsst ihr zu allem bereit sein. Okay, ich habe irgendwas bekommen. Hier gibt es Mission. Es gibt hier Mission. Sprich mit dem verdächtigen Mann in der Nähe des Hafens. Abgeben. Mr. Tuling hat seine Hände überall im Spiel. Und er wird immer mehr von euch verlangen. Bleibt auf Kurs, Captain. Erhalten eine Schmugglermarken. Also können wir mal darüber reden, dass die Synchro wieder sehr cool ist. Sammelt seltsame Berichten zu folgen. Seltsamen Berichten zu folgen, werden ganze Schiffe und Siedlungen durch wirkungsvolle ungwanische Gifte dezimiert. Kaperbrief ansehen. Jetzt wird's doch spannend. Ein Arbeitgeber bietet jenen Gelegenheiten, die sich auf der trügerischen See zurechtfinden. Wir werden jede Woche neue Aufgaben für euch haben. Sprecht mich an oder seht in eurem Logbuch nach, um Okay. Fortschritt zu erfahren.
Vertretet die Interessen meines Arbeitgebers in der Region und ihr werdet belohnt. Sofern ihr nicht auf dem Meeresgrund landet. Okay. Ich hatte mir tatsächlich sowas schon gedacht, weil die Patch Notes auch so aufgebaut waren, dass du den Battle Pass jetzt nicht an einem Tag durchgrinden kannst, sondern dass du durch Missionen Punkte sammelst, um den Pass durchzuspielen. Und diese Missionen täglich oder in einem bestimmten Zeitraum wieder neu kommen und du so mehr Punkte sammeln kannst. So ein bisschen ähnlich wie Clash of Clans, für den, der das kennt, wo du jede Woche oder alle paar Tage neue Missionen bekommst, um Punkte sammeln zu können. Und hier wird es anscheinend ähnlich sein. Quartiermeister, erhalte Pläne der La Potenze, um Schwachpunkte von La Pestes Flaggschiff der La Potenze zu enthüllen, das erlaubt deinen Kanonen dem Pestkönig Schmerzen zu bereiten. Kanoniermeister, erhalte die epische Karonade mit ihrer unerbittlichen Feuerkraft, um die Rümpfe deiner Gegner zu durchbrechen und sie auf den Meeresgrund zu schicken. Da bin ich ja jetzt gleich mal sehr gespannt, wie stark diese Waffe ist. Rüste dein Flaggschiff mit der Panzerung zorniger Zwinger aus und sieh dabei zu, wie deine Gegner in seinen giftigen Gasen ersticken. Okay, jetzt habe ich Zugriff auf den Kaperbrief. Regeln, verdiene Schmugglermarken, indem du deinen Ruhm steigerst oder Herausforderungen abschließt. Für jeweils 1000 Schmugglerpunkte erhältst du eine Schmugglermarke, mit der du Stufen im Kaperbrief freischalten kannst. Setze deine Schmugglermarken ein. Schmugglermarken können benutzt werden, um in den Stufen des Belohnungspfades voranzukommen. Du kannst deinen Fortschritt beliebig auf die drei Pfade verteilen. Okay, Belohnungen, jetzt wird spannend. Das Barkbündel. Schiffsbauplan. Also, nachdem wir gestern echt am Boden waren, gibt's hier tatsächlich direkt in die Fresse den Schiffsbauplan. Das Barkbündel. La Potenze gibt's auf Stufe 20. Scheiße. Wie soll ich denn 20.000 Punkte sammeln? Sind die dumm? Mann, ich würde echt gerne die, ihr wisst, was ich meine, ne? Die Übersicht sehen. Vielleicht geht das gleich beim Zimmermeister oder wie die Typen heißen, beim Schmied und so. Okay, Wächter. Klasse Bark, mittelgroß. Ein Schiff, das besonders dafür geeignet ist, andere Schiffe in brenzligen Situationen durch effektive Reparaturarbeiten zu helfen. Und Schützer sind darauf spezialisiert, bla bla. Wiederbelebt. Stellt pro Sekunde schwerer Schaden um 0,5% und Drumschaden um 0,5% wieder her auf verbündete Schiffe in der Nähe. Stellt bei einem verbündeten Schiff Ausdauer um 15%, schwerer Schaden um 10% und Ruhmzustand um 60% wieder her, wenn eine Reparaturwaffe benutzt wird. Also ein Max-Schiff mit dem geilen Effekt. Also da habe ich Bock drauf. Wenn wir heute Plünderung machen und oh Mann, wir werden heute Plünderung machen, können wir gar nicht. Ich wollte gerade sagen, will ich jemanden dabei haben, der das Ding hier hat, aber es geht noch gar nicht. Lul. 36.000 Rumpfzustand, 7.000 Deckung ist okay. 15 Knoten! 70.000 Fracht, okay. 4 Waffen, 5 Plätze. Ey, solides Schiff. Ich bin happy. Gucken wir uns mal die Waffe an. Karonade, Kanonenkugel, ist also eine aufgewertete Kalverine. Können wir direkt mal vergleichen mit meiner Segelkalverine. Die macht 1000, 5 und 600. Die macht 1200, 5,5 und 600. Sturzflut. Fügt 50% Schaden als schweren Schaden hinzu, wenn das Ziel überflutet ist. Okay, der macht überfluteten Schaden. Aber genauso wie ich gesagt habe, ey, die ist überhaupt nicht spannend, oder? Also Basilisk macht sogar mehr Schaden. Also ich muss sagen, die neue Waffe, Mörser. La Fleu. Philippe Lapeste charakteristische Artillerie. Sie verschießt verrottende Geschosse, deren Dämpfe dem Ziel Schaden zufügt und die Ausdauer seiner Besatzung verringert. Schaden 14.000. Nachladen 20 Sekunden, Reichweite 600, stößt beim Aufprall für kurze Zeit toxische Gase aus, die Schaden zufügen und Ausdauer der Besatzung verringern. Von Giftgasen verursachter Schaden kann durch Deckung nicht abgewehrt werden. Explosiver Schaden, explosiv, die ist geil. Kann bei der Betreiberin des La Pont Mouet in St. Anne erworben werden, kann bei der Betreiberin des Palka Buta in Telok Penjara erworben werden. Na, das werden wir einmal direkt machen. Zorniger Zwinger und klagender Zwinger ist neu. Giftwiderstand, vergiftete Vergeltung. Kann man kaufen, ist Belohnung, okay. Giftwiderstand, Vergiftung 5%. Agiler Schutz. Deckung gehen, verringert Ausdauer, Besatzung 40%. Und hier, wenn dein Schiff getroffen wird, während alle in Deckung gegangen sind,
wird eine schädigende Wolke um dein Schiff abgegeben, die 3000 Schiffsschaden zufügt und die Ausdauer der Besatzung verbraucht. Hat dann Abklingzeit von 10 Sekunden. Das sehe ich auf der Sambuke mit Nahkampf. Okay, wir gehen, glaube ich mal. Warte, guck nochmal. Hier gibt es auch nichts Neues, ne? Wir gehen mal nach La Pompe Muette und gucken in den Shop. Also, was sehe ich denn hier Neues? Die neuen Sachen werden doch bestimmt auch markiert sein. Ja, hier. Kostet 600 Sovereign. Nein! Also zum Glück habe ich nicht mein ganzes Sovereign ausgegeben. Wir gucken gleich direkt mal in die besten Liste, weil die hat ja auch resettet und ich müsste auch... Also, Season. Ich glaube, das, was interessant ist, sind natürlich die Items, die neu reinkommen. Das sind zwei Panzerungen, eine neue Waffe, ein neues Schiff und ein neues Möbelstück. Man kann jederzeit auf den Battle Pass zugreifen. Den seht ihr hier. Und hier auch die Belohnung durchgrinden. Die Belohnungen sind aufgebaut wie Clash of Clans, Battle Pass, Season, die immer einen Monat hält, für den einen oder anderen, der das kennt. Ihr habt nämlich hier Herausforderungen, einmal wöchentliche Herausforderungen und monatliche Herausforderungen, die euch Punkte geben, wenn ihr die abschließt. Alle 1000 Punkte bekommt ihr eine Münze, die ihr einsetzen könnt im Battle Pass. Insgesamt gibt es 90 Level im Battle Pass. Ab Level 45, denke ich, kriegt man das Schiff und ab Level 90 kriegt man die Katze. Kann aber auch sein, dass man erst ab Level 90 beides bekommt. Das ist mir nicht so ganz klar. Es gibt Unterteilung in drei unterschiedliche Dinge mit verschiedenen Belohnungen, die man durchgrinden kann. Meiner Meinung nach ist Captain der nutzloseste, weil hier nichts drin ist, was ihr einsetzen könnt. In Kanoniermeister und Quartiermeister sind sowohl die Panzerung als auch die Waffe und auch das Möbelstück. Deswegen würde ich sagen, sind die erstmal wichtiger als Captain. Und wenn ihr halt die Punkte, ich habe eben schon durchgelesen, wöchentlich sind es 3500 Punkte, die ihr bekommen könnt. Und monatlich können wir ja gerade mal zusammenrechnen. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 plus ganz oben 24.000, 27.500. Gehen wir mal von Ost, kann man viermal machen. 7, 14, 38.000 sind 38 Level in einem Monat, den man machen kann. Das heißt, man braucht mal mindestens, weiß ich nicht, 5 oder 6 Wochen, bis man überhaupt bis Level 45 kommt. Das kann man mögen oder nicht. Ich finde es eigentlich eine sehr coole Mechanik. Sorgte mich dafür, dass wir jeden Tag wieder reingehen und vor allen Dingen jede Woche wieder reingehen, um die Mission durchzugrinden. Wie lange das Spaß macht, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade finde ich das erstmal eine coole Idee, das so zu machen. Sorgt nämlich dafür, dass die Playerbase relativ hoch bleibt. Und anders wie bei Diablo, wo du innerhalb von 3 Tagen den Battle Pass durchgrinden kannst. Oder innerhalb sogar von einem Tag, wenn du verrückt bist. Und dann sagst, ich habe jetzt alles durchgespielt und leg das Spiel beiseite. Musst du hier jedes Mal wieder reingehen. Das kann man mögen oder auch nicht. Ist aber eine coole Mechanik auf jeden Fall. Die dafür sorgt, dass Leute halt länger am Ball bleiben. Gerade für so ein MMO, was davon lebt, dass du mit mehreren Spielern spielst, eigentlich eine coole Sache. Schiff und was die Waffe und so kann, das werde ich nicht sagen. Den Schiffseffekt, den gibt es schon auf dem anderen Heilungsschiff, was Level 3 ist. Wer das sich durchlesen will, kann das tun. Es gibt das Schiff auch schon beim Schiffsbauer, da könnt ihr euch alles durchlesen. Ist ein solides Schiff, was 15 Knoten macht und einen heftigen Heilungseffekt hat. Also, erster Kampf gegen den. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hoffe, ich kann stehen bleiben und mich auf mein Zielen konzentrieren. Aber besser, wenn ich nah rangehe, glaube ich, ne? Wobei Gift auch böse. Also sieht jetzt erstmal nicht so schwierig aus. Wie lange haben wir Zeit? 10 Minuten. Wieder geile Musik, ne? Also wenn die irgendwas gut in dem Game hinbekommen haben, dann die Musik. Das muss man ja wirklich mal sagen. Die Musik ist wirklich ein 1-1-A mit Sternchen. Das wäre im Base Game schon aufgefallen. Die Musik ist echt cool. Ja,
Da, das Gift ballert rein. Ich glaube, nah rangehen ist doch nicht so geil. Aber guck mal, wie wir auf den einballern, Leute. Der ganze Server wieder, ja. Kommt nur noch ein Drittel. Okay, den kann man auf jeden Fall schaffen. Sehr gut, Männer. Andi braucht ganz dringend eine Heilung. Heiler, ab zu Andi. Baller einfach rein. Ich werde schon irgendwas treffen. Unter Half-Life. Leute, geil. Ganzer Server auf ihn. Aber die Musik wieder cool, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe. Ich baller einfach. Irgendwas werde ich schon treffen. Irgendwas werde ich schon treffen. Aber ich glaube, das Gift knallt schon gut rein, ne? Also ist, glaube ich, schon ganz ratsam, sich die Giftverteidigung zu holen, oder? Leute, wie das aussieht, ey, alle auf ihn. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Ich schieße einfach irgendwo ins Bulk rein. Keine Ahnung, wo er ist. So viele Schiffe einfach davor. Ja, gut, das war's. Geil. Geil, Leute. Das ging ja ultra schnell. Ab nach Grandfort. Ja, chillig. Sehr geil. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was kriegen wir? Das war easy. Super gemacht, Leute. Das war La Peste. Geheimnisvolle Truhe. Erstmal La Peste Truhe öffnen. Anpackers Griff. Wieder ein Skin. Und geheimnisvolle Truhe. Mohn. Okay.